Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Wir haben heute den 6., glaube ich, muss man hier die Musik leiser machen. So, wir haben ja heute den 6. 12., genau, den 6.01.2019. Ein Sonntagmorgen um, Moment, ich muss auf meine Uhr gucken, 10 Uhr fast genau. Ja, wir haben in der letzten Aufnahme die Bambusterrasse gemacht und den Bauern, bzw. Querfeldeinstrecke. Spuckende Sümpfe haben wir auch schon, das heißt, wir haben nur noch vorne die beiden Level. Und, ich würde sagen, wir machen die was ist da, Zaubertürme? Zaubertürme. Dann machen wir die zuerst und danach das andere Level. Schon ewig nicht mehr gemacht. Das ist süß. Heute habe ich auch auf jeden Fall mehr Zeit zum Aufnehmen. Ich habe eigentlich unendlich Zeit aufzunehmen. Ups, die Musik hört sich aber ein bisschen anders an als im Gegensatz dazu, wenn wir mit Sergeant Bird rumfliegen, oder? Ja, ich meine schon. Diese miesen Rhinoxe haben uns gezwungen, eine Statue der Zauberin zu bauen. Als wir fertig waren, meinte sie, sie wäre zu hässlich. Die Statue ist viel hübscher als die Zauberin. Gut, dann hauen wir mal rein, ne? Oh. Das sieht irgendwie nach einer Abkürzung irgendwie aus, so, wenn wir das Level fertig haben, dass wir dann da nochmal durchgehen können. Das wäre ja mega cool. Okay, dann schießen wir die mal ab. Ah, die sehen komisch aus irgendwie. Die haben ja damals besser gefallen irgendwie. Da ist das Ding. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Also das ist ja heute, wenn wir getroffen werden, ist das super duper, würde ich sagen. Oh, der hat ein goldenes Näschen, das ist ja cool. Also ein goldenes Horn auf der Nase. Das ist auch cool, dass das hier so abgebrochen aussieht. Schön. Gefällt mir. Und hier haben wir schon unser erstes Ei. Gladys. Mir gefallen auch hier diese komischen blauen Pinöppel auf diesen Dingern. Pinöppel auf den Dingern. Mm, ist klar. So, jetzt haben wir dich aber mal. Dich auch. Oh, da ist ein Schäfchen. Das ist sehr gut. Komm mal her, du. Aha. Eigentlich müssen wir gar nicht so die Augen offen halten, weil wir können ja mit Sergeant Bird hier nachher nochmal rumdüsen. Sind wir jetzt schon am Ende? Ich hab das irgendwie länger in Erinnerung. Aber gut. Ich bin ja schon weg.
Ach jo, ein Skateboard-Level gibt's hier ja auch noch. Achso, das ist eine Rakete. Macht das also. Nee. Nicht so extremst laut. Übertrieben laut, sagen wir mal so. Und übertrieben übersteuert, wie im Original. Da. Das Schäfchen habe ich gebraucht. Es ist fast an der Zeit, mein neuestes vierdimensionales Echtzeit-Kunstwerk zu enthüllen. Ich nenne es hässliche explodierende Hexe Nummer 9. Wenn du bitte diese drei Raketen hier zünden würdest, dann ist mein Meisterwerk vollständig. Na gut, dann komme ich mal deiner Bitte nach. Dieses Ei der Statue vergessen. Hoffentlich ist es durch die Explosion nicht hart gekocht. Hart? Peanut. Moment, ist. Ne, Jäger wird, glaube ich, erst beim Abendsee gefangen, ne? Meine ich mal. Oder können wir das jetzt machen? Wir jetzt. Doch, können wir machen, das ist schön. Oh! Das gefällt mir hier, wie das aussieht. Musik ist auch ganz cool. Der Boden hier ist toll. Dieses Grüne. Okay, ich werde jetzt hier erstmal versuchen, alle Edelsteine einzusammeln. Also so weit wie möglich. Wo ich so zu Fuß dran komme. Ja, ist gut, Spyro. Hier oben war auf jeden Fall noch was. Oder auf dem Weg hier hoch. Ich glaube, hier runter ist nichts. Nee. Hier ist aber was. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass man da drauf nicht laufen kann. Na gut. Dann wenden wir uns mal an Jäger und mal gucken, was der uns so zu erzählen hat. Ist das nicht der krasseste Skatepark, den du je gesehen hast? Wenn du ein paar Tricks drauf hast, kannst du hier eine Menge Punkte einheimsen. Komm, ich zeig dir ein paar Kunststücke, ja? Natürlich. Fangen wir mit etwas Leichtem an. Drück Sprung, um am Ende der Rampen abzuspringen. Ich zeig dir, wie es geht, dann kannst du es nachmachen. Wunderschön. Wunderschön. Gut, jetzt versuch mal eine Rolle. Halte dazu in der Luft Aktion gedrückt, während du nach links oder rechts steuerst. Kriegen wir hin. Do a barrel roll. Hey, saubere Rolle. Jetzt will ich einen Salto sehen. Saltos sind wie Rollen. Nur drückst du dabei nach vorne oder hinten, statt nach links oder rechts. Spring von der Rampe, halte Aktion gedrückt und drück nach vorne oder hinten. Mhm. Wow, du bist wohl ein Naturtalent. Kriegst du auch eine Halfpipe-Drehung hin? Die blauen Rampen sind Halfpipes. Dort kannst du eine Drehung machen, wenn du oben an der blauen Rampe springst und dann in der Luft nach links oder rechts steuerst. Na, ist jetzt mal noch dahingestellt, ob das Halfpipes sind. Ja gut, das, nee, das ist auch nur eine Quarter. Sauber! Jetzt
jetzt zeig mal, ob du eine 900-Grad-Drehung schaffst. Spring so hoch du kannst und dreh dich in der Luft 2,5 Mal, bevor du wieder auf der Rampe landest. Das waren volle 900 Grad. Ich muss zugeben, dass du was drauf hast, Spyro. Aber ehe du dir was darauf einbildest, zeig doch mal auf der großen Skirampe, was du kannst. Mach beliebige Tricks und versuch, so viele Punkte wie möglich zu holen. 500 Punkte. Das sollte zu machbar sein. Zu machbar sein. Oh nein! Das wäre so gut gewesen. Ich springe mal in diese Richtung ab, ist glaube ich besser. Bam! Du lernst echt schnell. Aber immerhin unterrichtet dich ja auch einer der Besten. Ich war übrigens gerade dabei, einen fast unmöglichen neuen Trick zu üben, den Nasty Nork. Ich hätte es fast geschafft, als ich plötzlich gegen dieses Drachenei geprallt bin. Platsch! Platt! Okay, so war es nicht. Aber das Ei darfst du trotzdem haben. Dankeschön. Caroline. Sweet Caroline. Meine super Singkünste. Aber los. Ich glaube, du bist bereit, gegen mich anzutreten. Lust auf einen Freistil-Wettkampf um Punkte? Freistil-Wettkampf-Punkte. Nicht Freestyle, sondern Freistil. Ja gut, okay. Mal gucken. Wer in der Zeit die meisten Punkte sammelt, gewinnt. Also wenn ich so einen Trick wie eben mache, dann ist das Ding eigentlich... Ach, wir starten auch noch von hier oben, das ist ja der Wahnsinn. So. Erstmal jetzt wieder 5000 Punkte auf einmal reißen. Zack. Tja, Jäger, da guckst du, ne? Eieiei. Kann man jetzt eigentlich schon direkt die 10.000 Punkte reißen? Also jetzt schon quasi. Ich habe jetzt schon 13.000 Punkte. Was ist das denn? Oh Gott, und Jäger hat 1.700. Also ich würde sagen, das ist wieder ein bisschen... Also ich habe auch das Gefühl, dass Spyro sich einfach schneller dreht irgendwie. Ach komm, dann können wir mal gerade hier oben. Kriege ich den Könnerpunkt bitte jetzt gleich schon? Das wäre sehr lieb. Dann muss ich das nicht noch machen. Oh, jetzt bin ich hingefallen. Oh, ich habe fast 15.000 Punkte. Wie komme ich denn hier raus? Einfach nach vorne drücken? Ja. Was ist das denn? Achso, das ist Sparks. Ich dachte, das wäre Jäger. Spukes. So, jetzt machen wir hier noch was Feines. Oh, ich habe vergessen, die Taste zu drücken. Ich kann es nicht fassen. Wie kannst du so schnell so gut sein? Eines Tages brichst du wohl noch meinen Rekord. Nee, eher nicht. Junge. Wie auch immer, hier ist noch ein Ei für dich. Ich wollte es als Haustier behalten, aber da schlüpft einfach nichts. Ich habe deinen Rekord schon gebrochen, der Alex. So, du bist fertig. Und dann können wir jetzt einfach... wir starten einfach direkt da oben, würde ich sagen. Dann fahren wir viermal runter. Dann haben wir viermal... Sagen wir mal 5.000 Punkte. Haben wir schon 20.000 Punkte, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, dann auf geht's. Und man fliegt halt auch viel höher.
Da! Ja, ja. Das hätte nicht passieren müssen. Aber wir kriegen das schon hin. Das kriegen wir schon hin. Bamsen. Wunderschön. Ich glaube, wir haben es jetzt schon gepackt, ne? Machen wir nur eine hier. Einzelrolle rechts. So, jetzt machen wir die komische Zitrone oder was das ist, nochmal in die andere Richtung. Ach Gott, okay, der wird anders bewertet. Das ist auch okay. Jetzt machen wir noch den anderen, so unten rechts sind wir jetzt. Haben unten links angefangen. Ja, finde ich schade, dass der anders berechnet wird quasi. Also der wird gleiche berechnet, also unten links ist das gleiche wie unten rechts. Ein bisschen schade. Jetzt machen wir noch ein paar Vorwärtssaltos da hinten runter und dann sollte das Ding eigentlich supi sein. Wunderschön. Wunderschön. 20.000 Punkte. So viele Punkte hätte ich im Original niemals hingekriegt. Ja, würde ich sagen, haben wir doppelt so viel wie der Streckenrekord. Schön. Dann können wir jetzt hier die restlichen Edelsteinchen holen. Oh. Das wird, glaube ich, ein Problem werden. Okay. Super, haben wir die auch? Da oben hängt, glaube ich, auch noch eine. Da müssen wir einmal mal durch den Tunnel noch düsen. Aber wir holen erstmal hier vorne die Flasche. Oh, meine Nase juckt wieder. Aber das ist schön, dass das jetzt so fix ging hier. Haben wir nicht bekommen, ne? War ja klar. So, die Frage ist, also wir können ja eigentlich hier hoch und dann da runter gleiten. Das sollte dann ja, glaube ich, passen. Das sind zwei, ja. Nimm den mit, Sparks. Dankeschön. Okay, ja, dann fehlt uns nur noch das. Dann würde ich sagen, düsen wir da hoch. Und hoffen wir, dass wir runter gleiten können. Ich muss hier nur irgendwo gegen die Wand fahren oder so. So. Darf ich nicht. Scheiße. Scheiße. Na, super. Ja, das ist doch schön. Dann haben wir hier, glaube ich, alles. Ich werde Sparks nochmal gucken lassen. Muss aber erst was trinken, Moment. So, genau, so war das. Ja. Das sieht sehr danach aus, dass hier nichts mehr ist. Das ist wunderschön. Es ging sehr viel schneller, als ich gedacht habe. Jetzt haben wir noch zwei extra Level, wenn man das so nennen kann. Einmal das mit. Das war knapp. Einmal das mit dem Wolf oder was das war. Und halt Sergeant Bird hier. Das sollte eigentlich alles. Oh komm, mach mal erstmal direkt das hier. Wir haben das hinter uns. Irgendwas sieht mit den Portalen hier komisch aus. So.
dann erzähl mal. Du siehst ja sehr gelassen aus. Ich habe mit meinem Hauswolf Farley Fangen gespielt. Und als ich aus Versehen seinen Ball in dieses Loch geworfen habe, ist er hinterhergesprungen. Jetzt steckt er dort fest und ich kann nichts machen. Ich sitze hier und höre sein immer leiser werdendes Winseln. Nicht weinen, lieber Wolf, nicht weinen. Hört sich auf jeden Fall um einiges besser an als im Original. So, dann fangen wir mal an. Wo ist Mr. Wolf? Da ist Mr. Wolf. Na ja, das Ding. Farley. Hat so ein fettes Nietenhalsband um. Dusch. So, Schnucki, dann komm mal her, hol mal dein Bällchen. Oh. Das ist meiner. Okay, Nummer 1. Erstes Rätsel, wenn man das so nennen kann, wäre geschafft. Lass mich hier erstmal alle Edelsteine einsammeln, Farley. War das hier, wo mein Spiel... Nee, das war bei dem anderen Rätsel, wo das rumgespackt hat, ne? Ja. Also man kann sehr weit spucken damit. Jetzt geh rüber, hol deinen Scheißball. So. Hier auch diese goldenen Dinger. Finde ich sehr schön. Ich finde das sowieso immer schön, wenn die hier so goldene Sachen irgendwie eingebaut haben. Da ist noch eine. Ich glaube, das hier ist jetzt das letzte Rätsel. So, Moment. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ups. Du stehst mir im Weg, du Scheißköter. War das so? Sollte man das so machen? Weiß ich nicht. Achso, ich wollte gerade schon sagen. Ja. Aber da kommen wir ja jetzt noch locker von hier aus hin. Locker lässig. Mach dich platt, Junge. Okay. Das war das. Oh, du hast Farley gerettet. Wie kann ich dir jemals danken? Gut, ich könnte dir dieses alte Ei geben, aber Farley hat schon darauf rumgekaut und es angesabbert. Aber der Gedanke zählt, richtig? Ja. Liz. Okay, dann bitte sag mir, dass wir alles haben. Nein, natürlich nicht. Ach, da ist einer. Ah, das war jetzt hoffentlich alles. Ach, schön, dass man hier auch wieder hochkommt. Ist das alles? Ja. Wunderbärchen. So, dann sagen wir mal Sergeant Bird hallo. Eintreten, Kamerad. Wachmeister James Bird. Ich kann die Türme und Perimeter der Inseln patrouillieren, wann immer du willst. Bäh. Entschuldigung, Perimeter? Perimeter der Inseln. Hm. Gut, wieder im Einsatz zu sein. Ja, gut. Bäh.
hört sich anders an. Voll reingeflogen. Aber wir haben jetzt hier alle. Das ist schön. Ich würde sagen, mach mal. Willst du mich verarschen? Du willst mir sagen, dass wir nicht mit unseren Raketen diese Flaschen kaputt machen können? Das ist doch... Witz ist das. Na gut. Ich hoffe mal, dass das nur die einzige Flasche ist. Ich würde sagen, wir hören uns erstmal an, was der Typ da überhaupt zu sagen hat. Und dann machen wir die Aufgabe. Das machst du toll. Such bitte auch den Rest der Knochen, damit wir meinen Freund zusammensetzen können. Okay. Na gut. Ich mag das Geräusch, wenn wir den Knochen aufsammeln. Stirb! Da unten ist noch einer. Okay. Okay. Da ist noch einer. Ihr müsst alle sterben, Jungs. Tut mir leid. Wunderbärchen. Hier war oben. Hier war doch irgendwo so ein Vieh. Da.